Aber es gibt neues kein Konzeptvideo. Entschuldigung. Aber es gibt neues kein Konzeptvideo. Ein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch Unlimited. Gib mir einen Kuss. Willkommen zu einem neuen Video von Going Content. Warte, das geht noch länger, Bro. Warte, das war scheiße, Digi. Das war mies. Das war nicht lang genug. Yo, willkommen zu einem neuen Video von Kein Kunst. Gib mir einen Kuss. Boah, ist das ekelhaft, Digga. Du hältst ja! Kurz mal zum Tarzan-Mutil. Vorteilhaft, wenn man. Alter, heute war ein neuer Rekord, ne? Was passiert? Ich bin von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Badewanne gewesen. Von so lang? Ja. Was machst du so lang? Baden. Meine Damen und Herren, nochmal zur Beruhigung. Ich habe alles unter Kontrolle. 101 km/h, jetzt geht's. Digga, warum sieht das so gut aus? Haben eine gute Kurve. Ist das Euro Truck Simulator? Boah, das packt er ja gar nicht. In eurem Alter gibt es wahrscheinlich tausende Frauen, die genau in eurem Alter sind. Erstmal. Ja. Wer hätte das gedacht, ne? Ach, Famous-Simulator. Wer hätte das gedacht, ey? In deinem Alter gibt's noch andere Frauen, die genau in deinem Alter sind. Bin ganz offen und ehrlich. Mir ist eine Plattform wie Reddit natürlich bekannt. Ich sag euch ganz ehrlich, dieses Google-Ergebnis, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Auch nicht als Verachtung gemeint oder so. Ist mir auch egal, was ihr darüber denkt, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur gucken, ob irgendwo auf Krampf ein Pussy-Pick geleakt worden ist. Ich habe deinen Suchverlauf gesehen. Du hättest nicht danach suchen müssen. Hättest du mich einfach gefragt, dann hätte ich dir den VIP-Zugang geschickt. Und dann habe ich ihr geschrieben, hab gehört, hier gibt's ein VIP. Yo, Brudi, hast du den VIP-Zugang wegen Elena? Also ich frage für Kumpel frage ich. Zugang, dann kam nur zurück, ha 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 ha. Ja, okay, danke. Ich kenne den Clip schon, zu meiner Verteidigung, ich kenne den Clip schon und es war offensichtlich ein Joke. Ich habe nicht meine Notiz abgeschickt. Oh mein Gott! Sein Sack? Alright. Man hat den Sack gesehen? Das ist doch nicht real. Alexi Bexi? Der hat tatsächlich einen Hot Tub Stream gemacht. Oh Mann! Ah! Oh, Ich spüre deine Angst, bist du mir nach Hause? Welche Angst, Digga? Ich habe ein Game für euch, dass ihr so... Oh, Scheiße. Ich hab's gesehen. ...noch nie geschaut habt. Ich habe ein Game für euch, wo ihr denkt... Oh, Carsten hat geschlafen im Gästezimmer bei mir und mitten in der Nacht kam ich zu ihm ins Zimmer rein und habe ihm den tiefsten Arschbohrer gegeben, den ihr euch nur vorstellen könnt. Danach habe ich an meinem Finger gerochen und es roch einfach nach Rotlux. Dann bin ich ins Bett, habe mir kurz die Hände vorher gewaschen und habe mich einfach wieder hingelegt. Das ist ja absolut ekelhaft. Wieder über Dubai, weil halt natürlich auch viele Influencer... Oder zum Beispiel hier Katar. Wo ist das? Welches Land? Katar ist Dubai. Was sind das, ein Salamander? Bro, sind das nicht Salamander? Es ist ein Elefant! Ein Elefant ist es! Oh, Digga. Ey. Was soll denn die Scheiße? Ich verstehe das nicht. Permaban. Arsch, er ist so juicy. Ich möchte gerne in seine Pussy. Was?
Wie denn? Bist du dumm? Hä? Achso, stimmt. Oh Mann. Hä? Hä? Wie denn? Bist du dumm? Hä? Achso, stimmt. Wieso sieht man ihn nicht? Stimmt. Hä? Warte mal. Hä? Achso, stimmt. Wieso sieht man ihn nicht? Selbsterklärend. Selbsterklärend. Ja, Greenscreen, ja. Krass. Jetzt pass auf, Kreisverkehr. Kreisverkehr. Oh mein Gott, wie schnell ist das? Boah. Das habe ich tatsächlich gesehen und ich habe mir gedacht, der, sollten wir das vielleicht mal hier auch machen? Und dann dachte ich mir so, nee. Also ich müsste Mädels aus der Community auf den Discord holen und dann könnt ihr mit der für zwei Minuten reden und überzeugen. Also jedes Mädel bekommt irgendwie so fünf Typen vorgestellt und die haben zwei Minuten Zeit, sich so vorzustellen und die haben dann so eine realistische Chance. Können dann sagen, okay, den und den hätte ich gerne als Date oder auch nicht, bei Instagram austauschen oder so. Das würde eigentlich ganz gut hier reinpassen, aber dann dachte ich so, Meine Meinung ist, Format ist cool, Digga. Ich fand das cool. Bro, wo ist der hin? Oh nein! Digi, das Spiel ist kostenlos. Wie Wasser trinken. Wurde Wasser eingelöst? Ja, tatsächlich. Wasser wurde eingelöst. Dennis Gomez, es wäre schon schön, wenn du auch... Nicht böse gemeint. ...auch da, bevor du so einen Kommentar schreibst, dann auch mal die Gehirnzellen einschaltest, denn um Warzone zu spielen, musst du die Vollversion kaufen und das sind im Umkehrschluss Costa Quanta 60, 70 Euro. Hä? Ist ja logisch. Ach nee, gar nicht wahr. Stimmt. Nee, okay, mein Fehler, sorry. Hä? Ich verstehe überhaupt gar nichts mehr. Du bist ein Arsch, doch meine Mom schaut gerade mit mir zusammen, jetzt fragt sie, was Oceans ist. Liebe Mama von Amir, Oceans ist das ist wie ein Phantasialand mit verschiedenen Attraktionen. Auf diese Attraktion kann man sich draufsetzen, aber auch drauflegen. Oder die Attraktion legt sich halt auf dich drauf. Und es gibt da verschiedene Themengebiete. Blond, brünett, rothaarig, große Brüste, kleine Brüste. Das ist das Ocean. Das Oceans ist übrigens, also das Oceans ist ja das Phantasialand für Erwachsene. Nur das Phantasialand wird ja mit PH geschrieben und das Phantasialand Ocean wird mit F geschrieben, denn das F steht für F. Latsopogos. Ja, ich sag's euch, Latsopogos. Und das A in Phantasialand steht für Anal. Alter, Jungs. Krass. Liebe Grüße an die Mama von Amir. Wie gesagt, Amir hat schon sehr, sehr viel von seinen Oceans-Besuchen erzählt. Und ich finde gut, dass Amir so ein gutes Herz hat und Frauen aus Rumänien, Spanien, Griechenland, Deutschland supportet in ihrer Selbstständigkeit. Ne? Weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sagt, hey, ich bin so ein Ehrenmann, wenn du mir jetzt einen bläst und wir Sex haben, gebe ich dir dafür 50 bis 100 Euro. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen ein dickes Morange Ehrenmann in den Chat für unseren geliebten Amir. Fachwirtschaft nicht, aber so auf der Schule ja. Sei ehrlich, hast du mich schon mal Arschloch geleckt? Nee. Echt nicht? Nee, will ich auch ehrlich gesagt. Bin ich der Einzige, der schon mal ein Arschloch geleckt hat, Digga? Also wirklich. Was ist denn los mit unserer heutigen Generation? Was ist denn los mit der Gesellschaft? Willst du nicht? Wenn ich auf Madeira bin, werfe ich eine Socke auf deinen Balkon. Ist gar kein Problem, dann kommt ein Ziegelstein zurück, Bennis. Kurs geht raus. Ist nicht schlimm. Boah, so geht er mit seinen Fans um. Gigant, krass. Nicht, dass du deine Community noch belügst. Mit hier, ich gehe Fitnessstudio, dies, das. Unseren guten Willen zu zeigen. Ich will's einfach essen. Wir können das Whiteboard hier aufstellen. Oh mein Gott! In welcher Stadt ist die spanische Treppe? Spanien? Achso. In welcher Stadt ist die spanische Treppe? Ja, okay, ist aber jetzt auch, kann ich aber auch verstehen, dass sie sagt Spanien, ne? Spanische Treppe ist ja auch in Spanien wahrscheinlich. Best auf Reaktion auf den Klopfsaun. Oh, der ist so realistisch, ne? Fuck! Nein!
Nein, das erste Mal, dass ich darauf reinfalle, das kann's nicht sein. I got you baited. Ich muss sagen, den Maximilian, ne? Kennt ihr den? Ich muss sagen, dieser Maximilian, das ist, glaube ich, so der geisteskrank große YouTuber oder so. Aber ich mag, wie der redet. Also, Maximilian. Ah doch, der hat 200.000 Abonnenten, ja, okay, wusste ich nicht. Ich möchte es wieder gut machen, ich habe dir da 1 von 5. Aber ich finde, wie das so spricht, ist voll, Das heißt, die Schuld ist gar nicht haben wir. Den Hate bitte dann. Ich möchte ein bisschen Credit. Ihr könnt es gerne zu mir... Der ist sympathisch. Mag den. Korrekt. Oh mein Gott. Achso. Der erinnert mich ein bisschen an Underwood. Der erinnert mich an Unterholz. Alter, meine Fresse! Ein Konzept oder Big Mac bang den weg. Oh. Oh, ich dachte zuerst, das sind meine Nachbarn, Digga. Ein Konzept oder Big Mac bang den weg. Das Ding ist, ich feiere wir alle schon wirklich ihre Augen, wie die ihre Augen schon so machen, so. Weil die wissen, es kommt gleich Jumpscare, Bro, so. Nato-Erfahrung, Chat. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Videos! Sieht man das? Scheiße. Die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept. Oder Mac, an den Mac. Love it when I get so high. And drop that ass so low. Das Ding ist, ich hab Real Talk. Kein Konzept kommt auf meine VIP-Party, wenn ich Millionär bin. Ihr wisst, ich weiß eine Party. Das war auch der Grund, wo er geschrieben hat, irgendwie, ja, abonniert Orange Morange mit Prime. Ich weiß nicht mehr, wo es gewesen ist. Kein Konzept. In irgendeinem, ich glaube, in dem hier war es. Genau. Last Prime, genau. Weil er das gemacht hat, hab ich gesagt, pass auf, kriegst VIP-Ticket. Ist doch Caro, Bro. Ja, stimmt, kein Konzept ist Caro, stimmt. Du bist mir wirklich scheißegal, nein, ich bin nicht interessiert. Ich hab keine Interesse, nein, zumindest nicht an dir. Oh nein, ich bin lieber allein, als bei dir zu sein. Ich habe keine letzten Worte, du bist mir wirklich scheißegal, nein, ich bin nicht interessiert. Ich hab keine Interesse, nein, zumindest nicht an dir. Oh nein.